Aber das fragen wir jetzt Jan-Christian Dresen. Ich freue mich, dass er bei uns zu Gast ist und sich die Zeit für uns nimmt. Herzlich willkommen an den CEO des FC Bayern, den Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dresen. Mit ihm besprechen wir gleich, wie das denn ablief mit Jerome Boateng, wen er als ärgsten Konkurrenten für den FC Bayern im Meisterschaftskampf sieht und was er sich noch von Harry Kane natürlich erwartet. Herzlich willkommen, Jan-Christian Dresen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Frau Maceri, erstmal ein herzliches Grüß Gott hier aus München und natürlich auch an den Herrn Straaten und Herrn Draxler. Wir haben hier leichte Probleme gerade gehabt, deswegen hat es vielleicht ein bisschen gedauert, bis ich dann bei Ihnen bin. Kein Problem, wir wissen ja, der FC Bayern kriegt alle Probleme in den Griff, Herr Dresen. Wir wollen auch mit Ihnen natürlich über die Bundesliga, über die Bundesliga sprechen und auch über mögliche Probleme, die Sie dann in den Griff bekommen wollen beim FC Bayern, aber zunächst einmal über die Lage in der Bundesliga. Wir haben gerade zu dritt schon den Formcheck nach diesem 7. Spieltag gemacht. Es entpuppt sich ja ein weiterer Konkurrent aktuell am 7. Spieltag noch für den FC Bayern in der Tabelle, nämlich mit dem VfB Stuttgart. Dann haben wir natürlich Dortmund, wie immer, RB Leipzig auch. Und Bayer Leverkusen. Wen fürchtet Bayern im Kampf um die Meisterschaft mehr? Den VfB Stuttgart, weil dieser Club aktuell unberechenbar ist, oder Bayer Leverkusen? Ja, ich würde ja nicht für den FC Bayern sprechen, wenn ich nicht sagen würde, wir fürchten eigentlich keinen. Aber man muss klar sagen, dass der VfB Stuttgart aktuell mit Sebastian Hoeneß eine fantastische Performance hat. Gyarassi macht es wunderbar, hat, glaube ich, jetzt schon mehr Tore geschossen als in der gesamten letzten Saison. Insofern ist das eine Momentaufnahme. Wenn ich jetzt Stuttgart heißen würde, würde ich den Moment genießen. Und natürlich müssen wir unsere Konkurrenten aus Dortmund, Leipzig und auch Leverkusen genauso wie in den letzten Jahren sehr ernst nehmen. Ich glaube, insgesamt für die Liga haben wir momentan einen spannenden Wettkampf. Ich glaube, zwischen dem 1. und dem 7., da fehlt jetzt noch ein Spiel, ist, glaube ich, nur 6 Punkte Unterschied. Also insofern verspricht das viel Spannung für die Zuschauer. Bei dem Namen Hoeneß kommt man natürlich auf ganz seltsame Gedanken. Wäre Sebastian Hoeneß, ihr habt ja einen guten Trainer, keine Frage, wäre Sebastian Hoeneß langfristig, auch mal einer für den FC Bayern? Das gehört ja eigentlich in die Rubrik Stuss oder Stimmt's, glaube ich, oder? Stimmt oder Stuss heißt das. Langfristig darf man sowas, glaube ich, niemals ausschließen. Wir haben aktuell einen Top-Trainer. Wir kennen Sebastian Hoeneß aus der Zeit, wo er uns immerhin mit der zweiten Mannschaft zur Meisterschaft geführt hat. Das war eine fantastische Saison damals. Insofern haben wir damals wirklich hervorragend mit ihm gearbeitet. Wir beobachten seine Entwicklung naturgemäß, nicht nur familiär, gibt es auch weiterhin Beziehungen zum FC Bayern. Und man wird sehen, was die Zukunft bringt. Ja, warum nicht irgendwann? Herr Dresen, wir haben hier natürlich auch schon über den gescheiterten Boateng-Deal gesprochen. Und wenn wir Sie schon dabei haben, dann hätten wir ganz gerne, dass Sie uns diesen Entscheidungsprozess auch nochmal erklären. Didi Hamann hatte bei Sky gesagt, es hatte auch mit den Fans zu tun, dass der Deal letztendlich nicht zustande gekommen ist. Können Sie das bestätigen? Ja, wissen Sie, ich habe da natürlich jetzt auch die letzten Tage sehr, sehr viel gelesen von allen möglichen Kollegen, die auch ihre Meinung dazu kundgetan haben. Ich sage es einmal so, wir hatten nach dem Bochum-Spiel vor dem Münster-Spiel dann erhebliche Probleme mit unserer Innenverteidigung. Es wird ja auch immer von den 3 Innenverteidigern gesprochen. Die Wahrheit ist, wir haben 4 Innenverteidiger. Ich darf daran erinnern, dass mit Tarek Buchmann, ein absolut talentierter Innenverteidiger aus unserem Nachwuchs mit einem Profivertrag ausgestattet wurde, der leider jetzt 2-mal durch Verletzungen zurückgeworfen wurde, auch im Laufe dieser Saison sicherlich noch vor den Weihnachten wieder gesund zu uns stößt. Aber in dem Zeitpunkt hatten wir in der Tat vor Münster, und das hat man ja dann auch gesehen, und dann kam ja die berühmte Kreativität von Thomas Tuchel dann auch in der Innenverteidiger zustande, haben wir erhebliche Probleme gehabt und damit mussten wir umgehen. Und deswegen war in dem Moment für uns aus einer sportlichen Perspektive eine Option, mit der wir uns beschäftigt haben, zu dem Zeitpunkt Jerome Boateng. Jerome ist ein Spieler, den wir über viele Jahre kennengelernt haben. Er ist mit uns 2-mal Champions-League-Sieger geworden, 9-mal Meister, 5-mal Pokal, hat die Weltmeisterschaft gewonnen, ist die Generation Wembley, also jemand, den wir in- und auswendig kennen. Und natürlich haben wir auch gesehen, dass bei Lyon es nicht so richtig geklappt hat. Und deswegen haben wir ihn eingeladen,
um seine Fitness zu testen und den aktuellen Zustand, seinen körperlichen Zustand einmal auch zu sehen und auch zum Mittrainieren eingeladen. Also aus einer sportlichen Perspektive haben wir das gemacht und ich glaube, gerade Alfred Draxler hat es ja gesagt, natürlich nicht, um dann jedes Spiel 90 Minuten zu spielen, einfach um hier erst einmal zu schauen, ob es eine solche Option überhaupt gibt. Wir haben dann mit ihm da auch ganz offen drüber gesprochen, haben uns dann letzten Endes auch dann, nachdem er ein, zwei Trainings mitgemacht hat, auch bei den Profis Ende der Woche anders entschieden. Und natürlich nicht nur aus einer sportlichen Perspektive. Es ist ja nicht so, dass wir da ignorant oder auch ich ignorant durchs Leben streiten. Natürlich haben wir das Ganze drumherum auch mitbekommen und natürlich gehört es auch mit in eine Entscheidungsfindung hinein. Und im Gesamtkontext haben wir uns dann entschieden, gemeinsam mit Jerome, dass wir von einer Verpflichtung absehen. War denn Thomas Tuchel mit dem Nein einverstanden? Man hatte so ein bisschen den Eindruck, er hätte ihn schon sehr gerne gehabt. Zumindest nach der Pressekonferenz am Freitagmittag. Ja, also Thomas war erstens mal mit eingebunden. Wir haben zu dritt gesprochen, Christoph Freund, Thomas Tuchel, ich, am Freitag. Und natürlich ist Thomas, kommt von einer sportlichen Perspektive, das ist ja ganz klar. Und wenn ich als Trainer zunächst einmal erstmal auf den Platz schaue und auf meine Spieler, die mir zur Verfügung stehen, dann ist es eine mögliche Option. Nichtsdestotrotz in unserem Gespräch, und davor haben wir auch schon gesprochen, wir haben in Kopenhagen über die Situation gesprochen, am Rande des Banketts nach dem Spiel, auch länger zusammen zu dritt, ist es ja klar, wir haben eine veränderte sportliche Situation. Die Prognose für Matthijs de Ligt ist deutlich besser. Und wir dürfen davon ausgehen, dass er dann auch nach der Länderspielpause wieder spielt. Upa ist deutlich stabiler, da ist die Prognose auch einfach eine deutlich bessere. Und wenn man das mit ins Kalkül zieht, auch aus einer sportlichen Sicht, dann hat Thomas natürlich die anderen Themen durchaus auch gesehen. Und insofern ist das eine gemeinsame Entscheidung, die wir gemeinsam auch tragen. Ja, also ich glaube, man muss den Fall Boateng von mehreren Seiten sehen. Wir haben ja festgestellt, dass es rund um diesen Prozess, der jetzt noch anhängig ist, Riesendiskussionen gegeben hat. Mir hat da einiges nicht gefallen. Mich hat es sogar sehr gestört teilweise. Gestern in Bremen zum Beispiel haben die Werder-Fans ein riesiges Plakat hochgehalten. Frauen schlagen oder Frauengewalt gegen Frauen ist keine Privatsache. Ich meine, da wird eine Vorverurteilung vorgenommen, die einfach nicht zu akzeptieren ist. Nochmal Jerome Boateng, es gibt kein rechtskräftiges Urteil, der Prozess wird nochmal komplett neu aufgerollt und solange gilt die Unschuldsvermutung. Man kann den Bayern jetzt nicht vorwerfen, dass sie sich mit ihm beschäftigt haben. Ob die Wortwahl manchmal klug war, ist eine andere Sache. Aber erstmal ist Boateng, gilt die Unschuldsvermutung und das möchte ich hier nochmal unterstreichen. Definitiv, aber auch aus sportlicher Sicht, Herr Dresen, hätte denn Boateng, ich meine zuletzt bei Lyon, hat er auch nicht mehr so viel gespielt, Ihnen tatsächlich weiterhelfen können? Ja, wissen Sie, Frau Mancieri, der Idealfall, wenn wir uns das mal rein hypothetisch vorstellen, der Idealfall wäre gewesen, dass er gar nicht gespielt hätte. Und als solches haben wir uns aus Clubsicht dem Thema auch genähert. Es ging immer um die Frage, wie machen wir jetzt weiter bis zur Winterpause und reichen unsere vier Innenverteidiger, die wir haben? Und als solches haben wir uns damit auseinandergesetzt. Und er hätte ohnehin nicht in der Champions League spielen können, weil er da nicht auf der Nennliste war. Es wäre ohnehin, also insofern, das glaube ich vorhin auch schon genannt worden, lediglich für die Liga und für den Pokal eine Option gewesen. Und auch eben nur dann, wenn wir auf der Innenverteidiger eine Situation gehabt hätten, wie dann auch gegen Münster. Und dieser Fall, ich glaube, das haben wir überhaupt noch nie gehabt, dass uns auf einen Schlag vier Innenverteidiger ausfallen. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Und an einem Punkt, da möchte ich Alfred Draxler, was er gerade gesagt hat, absolut unterstreichen. Wir verurteilen Gewalt gegen jedermann, gegen Frauen, gegen jeden. Das steht doch völlig außer Zweifel. Aber, und das ist auch richtig, dieser Prozess wird noch einmal neu aufgerollt und eine Art Vorverurteilung, wie sie hier stattfindet, ist eben auch nicht korrekt. Und insofern die Entscheidung noch einmal, glaube ich, haben wir unter Abwägung aller Aspekte, die sich da ergeben haben, gefällt. Ich bin sicher, wir haben die richtige Entscheidung gefällt und glaube auch, dass wir mit unserem Kader, den wir haben, mit unseren Innenverteidigern auch stabil werden, bis zur Winterpause spielen können.
Sie sagen, im besten Fall hätte Jerome Boateng nicht gespielt und im besten Fall spielt Thomas Müller noch ganz lange für den FC Bayern. Wann können wir damit rechnen, dass der FC Bayern verkündet, Thomas Müller einen Rentenvertrag gegeben zu haben? Ich weiß nicht, ob er bis 67 spielen will, aber eins ist klar, ich meine, wir haben aktuell, verspüren da keinen Druck, auch Thomas und Thomas, sein Berater, machen aktuell überhaupt keinen Druck. Wir haben gesehen, was Thomas für eine enorme Bedeutung für die Mannschaft hat, welch wichtiger Bestandteil ist, jetzt erst in Kopenhagen, als er reinkam, was da wieder für neue Energie auf den Platz kam. Der hat das Tor mit vorbereitet, also fantastisch, auch das. Diese Spitzenleistung sicherlich ein Grund gewesen für Julian Nagelsmann, ihn zu minieren für die Nationalmannschaftsreise jetzt. Darüber freue ich mich persönlich wirklich sehr. Ich glaube, Thomas auch. Und dann werden wir sehen, was kommt. Ich bin eigentlich ganz optimistisch. Und wir haben guten Grund, Thomas hoffentlich noch lange bei uns zu haben. Ja, Thomas Müller, wenn man so zwischen den Zeilen nach dem Kopenhagen-Spiel hörte, dann hatte man schon den Eindruck, so der Bankplatz ist nicht das, was er sich vorstellt. Wenn der FC Bayern Vertragsgespräche mit ihm führt, muss man dann auch nicht offen über seine Situation reden? Stammspieler, nicht Stammspieler für die nächsten ein, zwei Jahre? Ja, erstens haben Sie es gerade richtig gesagt, Herr Staaten, wenn man diese Gespräche dann führt, und da sind wir ja noch gar nicht. Und zweitens, das ist immer natürlich auch eine Momentaufnahme und auch eine Frage des Trainers und der Taktik und der Fitness in dem Moment und der Kaderzusammenstellung. Also viele, viele Fragezeichen, die auch selbst, wenn man Gespräche führt, glaube ich, nicht mit zwei Jahren voraus zu fällen sind. Und wir haben ja schon viele andere Spieler bei uns auch, verdiente Spieler auch schon auf der Bank gehabt. Es ist gut, wenn es dem Spieler in dem Fall nicht gefällt, weil das zeigt, dass er motiviert, dass er engagiert ist, dass er unbedingt spielen will. Aber am Ende des Tages stellt die Mannschaft der Trainer zusammen. Und da gehört es auch richtigerweise hin. Oder wartet der FC Bayern, bis Max Eberl als Sportvorstand da ist, um dann die Verhandlungen mit Thomas Müller zu führen? Noch einmal eine Frage. Ach Gott. Nein, glaube ich nicht. Herr Dresen, wenn Sie keine Lust auf Fragen haben, dann sind Sie hier definitiv falsch mit Alfred Walter und mir. Jetzt haben Sie den Salat schon. Sie sind schon mittendrin. Doch, ich habe schon Lust. Keine Sorge. Aber stellen wir mal eine Frage an Alfred. Alfred, ist es so, dass der FC Bayern eventuell auf Max Eberl warten könnte, der dann diese Vertragsgespräche mit Thomas Müller führen wird? Ja, also man hört ja, dass er da unbedingt hin will. Und die Bayern, bin ich mir sicher, suchen noch einen Sportvorstand. Und die Liebe zwischen den beiden ist bekannt. Da wächst möglicherweise etwas zusammen, was zusammengehört. Dass Max Eberl in Leipzig, wie wir festgestellt haben oder wie wir gehört haben, das Commitment zum Club gefehlt hat, ist natürlich dabei etwas, was ein Geschmäckle hat. Und man muss mal sehen, wie er aus der Situation rauskommt. Denn ich glaube, Imageverlust, sein Standing, er wird schon ein paar Probleme kriegen dadurch. Herr Dresen, der Posten des Sportvorstands beim FC Bayern ist ja aktuell noch frei. Können Sie bestätigen, dass Sie den definitiv, ob jetzt Max Eberl oder ein anderer Name, aber besetzen wollen in Zukunft, in naher Zukunft auch? Ja, so gerne ich ja Fragen beantworte, aber in dem Fall bin ich tatsächlich der falsche Ansprechpartner. Die Besetzung von Vorständen, also auch des Sportvorstandes, ist Sache des Aufsichtsrates. Also hier müssten Sie dann Herbert Heiner einladen in die Live-Schalte und der könnte da etwas zu sagen. Eins ist es aber auch so, und so kenne ich das auch aus meinem vorherigen beruflichen Leben, der Vorstandsvorsitzende wird in solch eine Thematik üblicherweise auch mit involviert eingebunden und so etwas ist bis dato nicht passiert. Insofern kann ich da mehr gar nicht zu sagen und ich würde es da auch ganz gerne halten, indem ich sinngemäß den Uli Hoeneß zitiere, der ja vor ein paar Tagen erst etwas dazu gesagt hat, dass zunächst einmal die Entlassung von Max Eberl Sache von Leipzig ist und der FC Bayern damit nichts zu tun hat. Alles andere Spekulation und das werden wir dann sehen. Sie haben gerade ein gutes Stichwort genannt, Uli Hoeneß. Es heißt ja immer, die ganz großen Entscheidungen beim FC Bayern werden am Tegernsee bei Uli Hoeneß gefällt. Stört Sie das eigentlich als CEO? Nein, erstens würde mich das nicht stören.
Wenn dem so wäre, würde ich mich natürlich entsprechend einbringen. Aber es ist ja auch nicht so. Es läuft ja anders. Es ist so, dass sicherlich der FC Bayern ohne Uli Hoeneß und auch Karl-Heinz Rummenigge in der heutigen Zeit sich völlig anders geben würde, als wir eigentlich dastehen. Das ist doch ganz unbenommen. Ich bin jetzt seit fast 11 Jahren dabei und ich würde es als ein Wir beschreiben. Und das habe ich an anderer Stelle ja auch schon einmal gesagt. Wir haben ein wirklich gutes Miteinander. Und da wäre ich doch auch schlecht beraten, wenn ich nicht den Rat von Uli Hoeneß, von Karl-Heinz Rummenigge mit ihrer jahrzehntelangen Expertise auch in Entscheidungen mit einfließen lasse, die wir hier zusammen im Vorstand zu fällen haben. Und das ist auch die richtige Arbeitsteilung. Ich meine, ein Aufsichtsrat ist dafür da, natürlich auch Aufsicht zu führen, aber auch Rat zu geben. Und den hole ich mir sehr, sehr gerne ein und natürlich auch sehr, sehr gerne von Uli Hoeneß. Wir kennen uns jetzt schon so viele Jahre und da ist einfach ein Vertrauensverhältnis entstanden, das belastbar ist und deswegen kann man sich auch gut damit fühlen. Also fassen wir mal zusammen. Boateng kommt nicht. Wie der Prozess ablief, haben wir geklärt. Max Eber kommt, ja, nein, vielleicht. Was ist mit Palinha? Kommt der im Winter, damit Thomas Tuchel nicht mehr ganz so kreativ handeln muss? Gut, wir haben natürlich, und das möchte ich so auch nicht noch mal erleben, die Situation, wie wir sie im Sommer in diesen letzten Tagen hatten, war ungut. Und natürlich beschäftigen wir uns mit Fragen, ob und inwieweit wir uns im Wintertransferfenster verstärken. Das Transferfenster geht am 1. Januar auf. Insofern ist es also zu früh, jetzt über Namen da zu spekulieren. Aber eins ist klar, wir werden es sicherlich nicht auf die letzten Tage wieder rauslaufen lassen, um den Spannungsbogen zu erhöhen. Aber an der heutigen Stelle und hier und heute über Namen zu spekulieren, das werde ich mir verkneifen. Palinha ist nach wie vor ein Spitzenspieler, hat seinen Vertrag in Fulham verlängert und es gibt neben ihm auch andere. Dann wären wir jetzt mal sportpolitisch. Sie sitzen ja auch in der Führung der ECA, des Verbandes der europäischen Topclubs. Können Sie hier schon mal sagen, Saudi-Arabien, wird es ein Thema werden? Kann es sein, dass wir eines Tages saudische Clubs in der Champions League erleben, weil sie sich mit dem Geld sozusagen einkaufen? Oder vielleicht den anderen Weg, dass es doch noch die Superliga gibt, die von Real Madrid zum Beispiel nach wie vor angestrebt wird? Ich fange mal von hinten an, Herr Straaten. Für mich ist die Super League tot. Und das ist einhellige Meinung in der ECA. Und ich habe es jetzt ganz bewusst so drastisch ausgedrückt, unter dieses Thema, zumindest aus deutscher Seite, aus FC Bayern Seite war es immer klar, aber eben auch aus der Seite von meinen vielen Kollegen in der ECA mal einen Schlussstrich zu ziehen. Dass nach wie vor Real an dieses Thema glaubt, da muss man Real fragen, was sie da treibt, aber aus meiner Sicht ist das Ding so tot, toter kann man gar nicht sein. Zweiter Punkt, Saudi-Arabien, in der Tat, da ist jetzt in diesem Jahr etwas passiert und es hat sich eine Entwicklung ergeben, wo auf einmal Saudi-Arabien oder die Clubs aus Saudi-Arabien, in erster Linie die 4 Clubs, sehr, sehr, sehr intensiv sich engagiert haben am Transfermarkt, sich massiv verstärkt haben, unglaublich viel Geld in die Hand genommen haben. Aus meiner Sicht, von mir persönlich und auch, wenn ich da Alexander Seferin, immerhin Präsident der UEFA, zitieren darf, sehe ich überhaupt nicht, wie ein saudi-arabischer Club in einem europäischen Wettbewerb oder beispielsweise bei der Champions League teilnehmen soll oder wird. Also ganz klares Nein. Herr Dresen, die Saudis zahlen ja jede Menge Geld und Sie haben ja auch in den letzten Jahren festgestellt, dass Sie auf dem Transfermarkt auch immer mehr Geld in die Hand nehmen müssen. Deswegen jetzt meine Frage, wenn Sie 100 Millionen für Kane bei aller Klasse 100 Millionen ausgeben, wenn Sie, ich sag mal, einen älteren Weltmeister als nächsten Innenverteidiger zumindest überlegen, ihn zu holen, wann wollen Sie eigentlich mal eigenen Nachwuchs erzeugen? Also wie ich Bayern kenne, kostet der Nachwuchscampus jede Menge Geld. Aber die Letzten, die da rausgekommen sind, wirklich von Bayern ausgebildet, waren, glaube ich, Schweinsteiger und Lahm. Denn so Bellingham kann man nicht rechnen, der ist beim Chelsea ausgebildet worden und für den haben sie schon Ablöse gezahlt. Also wann setzen Sie mal auf den eigenen Nachwuchs? Also erstens mal ist die Frage total berechtigt. Und
sie impliziert ja auch, dass auch für uns, die wir ja durchaus bis dato immer wettbewerbsstark, finanzstark waren, auch die Zeiten nicht leichter geworden sind bei der vielen Konkurrenz, nicht nur aus England, die immer größere Summen in die Hand nehmen. Also insofern völlig korrekt, und das ist ja auch der Grund gewesen, warum wir diesen Campus ja in einen viel größeren Dimensionen ja auch gebaut haben und warum wir auch jedes Jahr, auch da haben Sie recht, sehr viel Geld dort ausgeben. Wir sind auch nicht total happy mit der Entwicklung, aber ein bisschen korrigieren möchte ich schon. Ich fange auch mal hier hinten an. Nehmen wir jetzt das jüngste Beispiel, Franz Kretzig. Franz Kretzig hat von uns einen Profivertrag gekriegt. Und natürlich ist er jetzt noch nicht der Weltstar, aber er hat gespielt. Und er hat Spielminuten in der ersten Mannschaft bekommen. Und nicht nur im Pokal. Er hat ein fantastisches Tor geschossen gegen Liverpool. Er ist unfassbare, freudige, aufgeräumte Erscheinung. Jugendlich, frisch, einfach unverbraucht. Das ist einfach eine Freude, das zu sehen. Jetzt kann man sagen, na ja, der ist ja erst 2017 erst zu euch gekommen. Den habt ihr jetzt auch erst 6 Jahre. Ja, stimmt. Also jetzt, wenn wir mit der U9 oder U11 anfangen, dann in der Tat, da muss man lange zurückschauen. Wenn wir das nicht tun, dann haben wir einen Josip Stanisic gehabt. Da werden Sie jetzt sagen, ja, da werden doch jetzt alle Probleme gelöst, Dresen. Aber Josip kommt auch aus unserer Jugend. Wir haben ihn jetzt verliehen für ein Jahr nach Leverkusen, weil wir einfach aus der Perspektive, dass er mehr Spielminuten bekommen soll, dorthin gegeben haben zu einem tollen Trainer, Xabi Alonso, darüber hinaus. Er hat dort jetzt noch nicht ganz so viel in der Liga gespielt, aber immerhin bei den Europaspielen die beiden Spiele gespielt. Also insofern auch eher aus der eigenen Jugend. Und wenn ich daran erinnern darf, Alfonso Davis auch nicht in der U10, U11 bei uns gewesen, aber auch bei uns am Campus, letzten Endes die Chance bekommen, wenn man so will, auch im Rahmen eines dünneren Kaders, auch im Rahmen von Verletzungen. Damals Hernandez und Süle ausgefallen als Innenverteidiger, David Alaba auf einmal als Innenverteidiger, und das war die Stunde von Alfonso Davis. Also lange Rede, kurzer Sinn. Natürlich, und da hoffen wir auch auf die Zusammenarbeit von Christoph Freund mit dem Jochen Sauer, natürlich wünschen wir uns, dass wir noch durchlässiger werden. Natürlich wünschen wir uns, dass wir auch noch mehr aus dem Campus in die erste Mannschaft integrieren können. Es ist vielleicht auch nicht mehr ganz so einfach vielleicht wie früher, weil bei uns sind 16, 17 Nationalspieler in der ersten Mannschaft. Da ist es für einen, der aus der zweiten kommt oder aus der U19 kommt, unglaublich schwer von 0 auf 100. Und deswegen bedienen wir uns der Ausleihen, deswegen versuchen wir über Verkaufen und Rückkaufen und natürlich hier und da so erfreuliche Dinge wie jetzt mit Franz, dass gleich einer in die erste aufsteigt, und das wollen wir noch besser machen. Aber die ganz große Schwarzmalerei möchte ich da jetzt auch nicht sehen. Fakt ist auf jeden Fall, dieses Problem ist kein Exklusivproblem des FC Bayern, sondern den hat der deutsche Fußball ja generell. Herr Dresen, also Sie haben es ja schon vorhin gesagt, Stuss oder Stimmt, Sie sind ja schon sehr heiß drauf. Wir machen jetzt gleich mit Ihnen Stimmt oder Stuss, vorher aber einmal einen ganz kurzen Spot, und dann sind wir gleich wieder da mit Stimmt oder Stuss und Jan-Christian Dresen. Da sind wir wieder, und dann würde ich sagen, legen wir los mit Stimmt oder Stuss und Jan-Christian Dresen, dem Bayern-CEO. So, Herr Dresen, die erste Stimmt- oder Stuss-These lautet: Thomas Müller wird mittel- oder langfristig neuer Bayern-Boss. Eher Stimmt oder eher Stuss? Boah, da kann man eigentlich beides nicht sagen, weil das ist ja in der Tat eine Zukunftsfrage. Ich würde es mir sehr wünschen. Also eher Stimmt. Definieren wir mal einfach so. Bayern-Boss ist, kann ich schlecht sagen, aber eine wichtige Rolle. Das heißt, dann wären Sie keiner mehr. Ne? Sie wollen ja bestimmt auch noch ein bisschen auf dem Posten sitzen. Die nächste These ist dennoch total in Ordnung. Eine Zukunftsthese. Manuel Neuer fährt als Stammtorhüter zur Heim-EM 2024. Stimmt oder Stuss? Schwer zu sagen. Ich hoffe. Ich wünsche es mir. Ich wünsche es mir, dass er als Nummer 1 hinfährt. Stimmt oder Stuss? Aber ich kann nicht Stimmt oder Stuss sagen. Stimmt ist so unklar. Herr Dresen, Sie haben vorher gesagt, Sie sind so heiß auf Stimmt oder Stuss, und jetzt geben Sie mir weder Stimmt noch einen Stuss. Was soll ich denn damit anfangen? Ja, aber was soll ich denn dazu sagen? Ja. Dann probiere ich es nochmal. Sebastian Hoeneß wird eines Tages Bayern-Trainer. Stimmt oder Stuss? Ich merke schon. Da habe ich doch schon vor Hinweis gesagt. Aber Manuel Neuer, eher Stimmt oder eher Stuss? Wie schaut's da aus? Ich würde ja gerne nur Stuss sagen, aber bei solchen Fragen unmöglich. Okay, gut.
Vielleicht dann würde ich sagen, haben wir auf, dann quälen wir nicht länger. Vielleicht fragen wir den, der es vielleicht noch etwas besser wissen wird, der zumindest am Entscheidungsprozess mit beteiligt ist, nämlich Rudi Völler. Es gibt nur einen Rudi Völler und der ist jetzt bei uns zu Gast und live mit dabei bei Die Lage der Liga. Gemeinsam auch noch mit Jan-Christian Dresen, den verabschieden wir noch nicht. Von uns fühlt sich Jan-Christian Dresen gequält. Vielleicht kann Rudi Völler die Wogen ein bisschen glätten. Schönen guten Morgen, buongiorno, Herr Völler. Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Buongiorno, claro. Herr Völler, können Sie das bestätigen, dass auch Sie sich immer gequält von unseren Fragen fühlen oder kommen Sie gerne zu uns in die Sendung? Also ich habe es mit einem großen Schmunzeln ja eben gerade verfolgt, wie Jan sich versucht hat, rauszureden. Aber waren natürlich auch drei Stuss oder stimmt Fragen, die natürlich schwer zu beantworten waren. Also ich hoffe, meine nachher werden etwas einfacher sein. Ja, lass dich überraschen, Rudi. Stimmt ist auf jeden Fall, dass Sie beiden ja bezüglich des neuen Trainers des DFB miteinander kommuniziert haben müssen. Und da würde ich Sie beide gerne fragen, Herr Völler, vielleicht fangen Sie mit der Antwort an. Wie lief denn das Telefonat ab, das Sie dann gemeinsam geführt haben, als es darum geht, Julian Nagelsmann als neuen DFB-Coach zu verpflichten? Ja, es war ja dann ab einem gewissen Zeitpunkt kein Geheimnis mehr, dass wir am liebsten natürlich Julian als neuen Bundestrainer verpflichten möchten oder wollten. Und klar, am Ende des Tages ist er noch oder war er noch bei Bayern München unter Vertrag und er muss natürlich Bayern München mitspielen. Das ist ja selbstverständlich. Und ich habe dann mit fast allen Verantwortlichen telefoniert, auch mit Jan. Und es war ein wunderbares Gespräch. Und ich hatte ja schon vor einigen Wochen in der Pressekonferenz in Frankfurt gesagt, dass Bayern München da bei allen Schwierigkeiten, die natürlich hin und wieder mal passieren zwischen DFB und Bayern München mit den Verantwortlichen, dass wir da alle auf einer Wellenlänge waren. Wir wollen eine Top-Europameisterschaft spielen und Bayern München spielt da wie immer nicht nur aufgrund der Spieler, des Spielermaterials, das ja auch immer eine wichtige Rolle spielt in der Nationalmannschaft, aber auch in dieser Sache hat Bayern wunderbar mitgespielt und wollte, dass das auf jeden Fall funktioniert. Nun ist der FC Bayern, Herr Dresen, ja denn auch befreit worden, hat Julian Nagelsmann denn von der Payroll losbekommen, das ist ja auch so schlecht nicht. Es kann man natürlich sagen, im März beim FC Bayern entlassen, nicht gut genug. Reizt denn für die Nationalmannschaft und die Heim-EM mit Julian Nagelsmann? Also die Frage geht natürlich an Herrn Dresen. Julian ist, glaube ich, unbestritten ein klasse Trainer. Es passte halt in dem Moment damals, als wir uns entschieden haben, uns zu trennen oder ihn freizustellen, in dem Moment nicht. Und unbestritten, dass er ein guter Trainer ist, er bringt 100%, und das erlebt man jetzt ja auch schon, er setzt neue Akzente, er bringt 100% neue Energie rein. Er hat ja auch viel Zuspruch bekommen von einigen Nationalspielern. Also ich glaube, das ist eine wirklich gute Lösung. Und Rudi hat es ja gerade schon gesagt, das ist ein Prozess gewesen. Und ich glaube, wir alle tun gut daran, jetzt uns das Beste zu wünschen für die kommende EM zu Hause und Julian den größtmöglichen Erfolg gemeinsam mit seiner Mannschaft. Herr Dresen, eine Frage hätte ich noch und ich möchte noch mal auf Manuel Neuer zurückkommen. Dass Sie nicht sagen können, ob er bei der EM dabei ist oder nicht, könnte Rudi vielleicht besser beantworten. Aber können Sie uns denn sagen, wie geht's Manuel denn? Es gibt ja Nachrichten, dass er nach der Länderspielpause wieder im Tor stehen wird. Können Sie das so bestätigen? Geht's ihm also so gut? Also Manuel ist auf einem Top-Weg und er trainiert mit der Mannschaft mit. Und wenn ich mit der Mannschaft mittrainiere als Spieler, dann ist der Weg nicht mehr so weit, wieder auch auf dem Feld zu stehen. Also ob das jetzt unmittelbar nach der Länderspielpause ist, das kann ich nicht sagen. Aber er ist definitiv genau auf diesem Weg und insofern, deswegen habe ich vorhin bei dem Stimmt mich ein bisschen zurückgehalten, weil das ja immer eine schwierige Prognose ist und nicht in unserer Entscheidungsmacht. Aber ich wünsche mir als Nummer 1 nächstes Jahr bei der EM. Und das heißt, er wird vorher bei uns spielen. So, das werden wir sicherlich gleich mit Rudi Völler vertiefen. Das war so ein halbes Stimmt jetzt. Das war so ein halbes Stimmt und auf jeden Fall eine Steilvorlage für Rudi Völler. Vertiefen wir gleich das Thema. Zunächst einmal möchte ich mich bei Ihnen bedanken, Herr Dresen. Besten Dank, dass Sie mit dabei waren. Ich hoffe, Sie haben nicht allzu sehr jetzt zuletzt geschwitzt hier bei uns. Das war alles total in Ordnung. Ich komme gerne wieder. Besten Dank, freuen wir uns drauf. Und natürlich nach Leverkusen auch zu dir, Rudi. Schönen Sonntag, danke. Okay, danke. Ciao, ja. Tschüss.